kalt ist es jetzt im Winter. Aber da wirkt doch ein Tee wie dieser wahre Wunder. Aber haben Sie sich schon mal die Frage gestellt, wie es Astronomen bei klirrender Kälte teilweise stundenlang neben ihrem Teleskop aushalten, vielleicht sogar die ganze Nacht lang? Gibt es da irgendein Geheimnis? Und was würden sich diese Beobachter dieses Jahr unter dem Weihnachtsbaum wünschen? Heiß. Mein Name ist Markus Schenk von astroshop.de und in diesem Video holen wir 7 heiße Geschenktipps und Strategien gegen kalte Nächte hervor, damit Sie dem Winter in Zukunft die kalte Schulter zeigen. Über die Extremitäten geht die meiste Körperwärme verloren. Dazu gehören natürlich die Füße und wir frieren schneller und alles wird schlechter durchblutet. Allein warme Füße machen einen ganz großen Teil der dauerhaften Wärme aus und sind so richtige Booster für unser Wohlgefühl. Diese Moonboots sind Experten für Schnee und Kälte. Mit dieser fluffig weichen Fütterung sind sie gut isoliert und halten die Füße schön warm. Sogar bei minus 20 Grad haben wir sie schon getestet und sie haben neben dem Teleskop wunderbar warm gehalten. Für lange Winterspaziergänge sind sie allerdings nicht geeignet, denn dafür schwebt man zu sehr, fast wie auf Wolken. Eine warme Jacke, darunter aber ein ärmelloses Shirt, würde sie nicht lange warm halten. Das Geheimnis wohliger Wärme sind mehrere dünne Schichten Kleidung unter der Jacke, die aber nur locker am Körper anliegen. Dadurch entstehen Luftkammern, die eine wärmedämmende Wirkung haben. Das ist eigentlich ein Anzug, der für 8 Stunden Schichten in Gefrierhäusern konzipiert wurde, bei denen Temperaturen von minus 49 Grad herrschen. Er besteht aus mehreren Schichten und ursprünglich kommt er natürlich nicht aus dem Astrobereich, wie schon erwähnt, aber er eignet sich für extrem kalte Nächte unter dem Sternenhimmel. Nehmen Sie zum Beobachten immer ein warmes Getränk mit, denn warme Kleidung isoliert den Körper zwar, heizt ihn aber nicht von innen. Die Aufgabe übernimmt ein heißer Tee oder Kaffee. Wenn es kalt ist, ziehen sich die Blutgefäße zusammen und der Körper versucht sich gegen eine Unterkühlung zu wehren und beginnt zu zittern. Also lieber gegensteuern und den Körper von innen heizen. Wenn Sie Ingwer oder Chili als Schärfe zugeben, wird die Durchblutung nochmal zusätzlich angeregt. Diese doppelwandige Vakuum-Thermoskanne von Stanley hält warme Getränke bis zu 18 Stunden heiß. Hier passen 750 Milliliter Flüssigkeit rein, genug für eine kalte Nacht unter den Sternen. Diese grüne Hammerschlag-Lackierung macht sie zu einer richtigen Outdoor-Flasche. Mit dabei ist ein isolierter Becher, damit Sie sich beim Halten nicht die Hände verbrennen. Wenn der Körper isoliert ist, der Kopf und die Hände aber nicht, geht Körperwärme verloren. Weil wir Kälte an Kopf und Gesicht aber als sehr unangenehm empfinden, sollten wir uns auch hier schützen. Bei Handschuhen halten Fäustlinge aber besser warm als Fingerhandschuhe. Doch dadurch ist es natürlich schwierig, etwas zu greifen oder einen Stift zu halten. Deswegen können zusätzlich unter den Fäustlingen getragene Fingerhandschuhe nützlich sein. Bei Bedarf können Sie die Fäustlinge einmal kurz ausziehen und dann etwas greifen. Warm, unangenehm zu tragen und trotzdem beweglich bleiben. Das geht mit diesen Winterhandschuhen. Die Innenflächen bestehen aus Ziegenleder. Das bedeutet, dass sie wasserabweisend sind, aber auch sehr geschmeidig und haltbar. Okulare und Zubehör haben Sie damit auf jeden Fall fest im Griff.
Wenn es richtig kalt ist, dann ist eine freie Sicht auf die Sterne nicht immer selbstverständlich. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine klare Neumondnacht, die Sterne sind wunderbar zu sehen, doch Ihr Fangspiegel friert zu. Das ist ein Szenario, was vielen Amateurastronomen schon passiert ist, und da hilft nur eins. Gegen einen zugetauten, zugefrorenen Spiegel hilft nur eine Fangspiegelheizung wie diese. Das ist ein Heizband, was Sie von hinten um Ihren Fangspiegel im Newton-Teleskop legen, und es hält dann die Temperatur wenige Grad über dem Taupunkt und garantiert eine freie, klare Sicht. Das Ganze gibt es natürlich auch für Schmidt-Cassegrain-Teleskope. Wir empfehlen den Anschluss des Kabels an den Omegon Taukappen-Controller. So können Sie dann die freie Sicht und die Temperatur wunderbar regeln. Das gilt natürlich für das komplette Jahr. Suchen Sie sich einen dunklen Beobachtungsplatz. Gerade im Winter scheinen die Nächte besonders klar, die Sterne hell zu sein, und man ist sofort verleitet, rauszustürmen. Doch wegen der Kälte sollten Sie Ihren Beobachtungsabend besonders gut vorbereiten. Also, welcher Platz bietet mir einen dunklen Himmel? Was möchte ich sehen, und bietet mir die Mondphase die Möglichkeit dazu? Gut vorbereitet wird dann Ihr Beobachtungsabend zum Vergnügen. Als hilfreiche Planer kann ich Folgendes empfehlen: einmal das Buch Kosmos Himmelsjahr und das Buch Reiseziel Sternhimmel. Das kennen Sie vielleicht schon, das Kosmos Himmelsjahr. Es ist ein astronomisches Jahrbuch, in dem Sie Aktuelles am Himmel auf einen Blick finden. Mondphasen, aber auch Planetensichtbarkeiten und vieles anderes mehr. Ja, und in diesem Buch finden Sie die dunkelsten Orte in Deutschland oder auch in den Alpen und in anderen Regionen. Wenn Sie den Himmel mal wieder besonders gut sehen wollen oder auch gerne astronomisch verreisen, ist dieses Buch hilfreich. Natürlich sollten Sie es mit der Kälte draußen nicht übertreiben. Wenn es dann doch mal zu kalt ist, dann ist es genug mit dem Beobachten, und dann heißt es ab in die warme Stube. Aber was tun, wenn es dann trotzdem noch friert? Wie wäre es zum Beispiel mit einer warmen Suppe oder einem scharfen Essen mit Chili oder Ingwer gewürzt? Denn das wärmt Sie anschließend von innen wieder. Oder alternativ: einfach auf die Couch mit einer Decke und einer Wärmeflasche. Und dieser Geschenktipp passt dann genau richtig zum Entspannen. Beamen Sie sich einen Sternenhimmel an die Zimmerdecke und entspannen Sie mit dem Omegon Heimplanetarium. Wie wäre es, den vergangenen Beobachtungsabend noch einmal auf sich wirken zu lassen? Oder das Planetarium als kleines Nachtlicht zum Einschlafen zu benutzen. Mit einem eingebauten 30- und 60-Minuten-Timer funktioniert das wunderbar. Der Sternhimmel muss übrigens nicht immer der gleiche sein. Hier in dieser Schublade können Sie auch andere Projektionsscheiben einlegen. Eine zusätzliche Möglichkeit zur Rotation setzt den Sternhimmel in Bewegung und gestaltet das Zuschauen noch interessanter. Weltraumfans können so jeden Abend in den Himmel schauen, sogar bei bewölktem Himmel. Wir hoffen, dass Sie mit diesen Tipps zum Beobachten im Winter weniger frieren. Und vielleicht wollen Sie sich oder einer anderen lieben Person eine schöne Weihnachtsfreude machen. Wir wünschen Ihnen eine schöne Weihnachts- und Winterzeit. Beobachten Sie gut!